Sie wollen die Netze der Zukunft entscheidend mitgestalten. 33 Auszubildende der EDIS AG und von Partnerunternehmen haben am 26. Januar in Rostock ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Sie führen jetzt die Berufsbezeichnung Elektroniker für Betriebstechnik und in einem Fall Kauffrau für Büromanagement. Mit ihren guten Leistungen haben sie bewiesen, dass es sich für Unternehmen lohnt, in den eigenen Nachwuchs zu investieren. EDIS ist seit Jahren ein Vorzeigeunternehmen, wenn es um die Ausbildung geht. In den vergangenen 24 Jahren wurden in Rostock über 400 Facharbeiter der elektronischen Fachrichtung ausgebildet. Wir haben auch in dieser Region eher einen Mangel an technisch ausgerichteten jungen Menschen. Wir sind aber ein technikgetriebenes Unternehmen. Wir sind darauf angewiesen, die Besten zu bekommen. Und da verlassen wir uns am liebsten darauf, dass wir die selber ausbilden. Und das gilt vom Jungfacharbeiter bis zum Meister. Für IHK-Präsident Klaus Ruhe-Matzen ist der Unterhalt und Betrieb eigener Berufs- und Ausbildungszentren richtungsweisend. Man stellt die besten möglichen Werkstätten, die Ausbildung zur Verfügung und man gibt einfach mal den Rahmen, der notwendig ist, um eine sehr gute Ausbildung zu machen, und man ist vorbildlich in dieser Art und Weise. Und deswegen bin ich eigentlich jedes Jahr gerne hier, und es ist auch immer ein freudiges Erlebnis, weil die jungen Menschen haben natürlich gute Laune. Sie haben es heute geschafft. Die wissen allerdings auch, die Reise geht weiter. Das EDIS Berufs- und Ausbildungszentrum in Mecklenburg-Vorpommern ist im Rostocker Steinkohlekraftwerk angesiedelt. Einer der Partner, die vom Know-how der EDIS-Ausbilder profitieren. Elektroniker für Betriebstechnik ist einer von drei Ausbildungsberufen, die das Unternehmen bietet. Zunächst werden die Grundlagen im Metall- und Elektrobau vermittelt, aber auch die Installation von IT-Systemen und vieles mehr gehört zur dreieinhalbjährigen Ausbildung. Metallausbildung gehört einfach dazu, dass man mal eine Feile in der Hand gehabt hat, dass man mal Löcher bohrt, dadurch mal ein paar Gewinde mit reinschneidet, welche Größe man braucht, welchen Bohrer, wenn man ein bestimmtes Gewinde sozusagen einmal schraubt. Und das geht dann weiter in die Installationstechnik. Jeder soll mal einen Lichtschalter betätigen, einen ausmachen, Wechselschaltung, also sprich dann mal eine Dimmerschaltung, dass das Licht nicht ganz so hell ist. Dann geht es weiter in die Schutzschaltung. Da sind dann Relaisschaltung, Schutzschaltung mit drin, elektromagnetische Schalter, was dazu gehört, ist heutzutage auch noch mit gebräuchlich. Dann geht es weiter Richtung zweites Layer, da haben wir dann auch noch eine IT-Ausbildung, dass man mal Umgang mit Computern, Windows installiert, alles was dazu gehört, gehört auch zum Elektroniker für Betriebstechnik dazu. Und dann, wie gerade gesagt, Schutzmaßnahmen, ganz klar, wir müssen uns irgendwie schützen. Automatisierungstechnik, wie gerade erwähnt, dann haben wir noch die Digitaltechnik und natürlich auch Messtechnik. Also sprich, wie funktioniert Strom, wie funktioniert Spannung, und da gibt es eine Leistungsberechnung, alles was dazu gehört. Bei den regionalen Energieunternehmen lernen die Azubis, sich frühzeitig auf die realen und sich immer schneller wandelnden Aufgaben einzustellen. Zusatzqualifikationen befähigen sie zum Beispiel, auch unter Spannung zu arbeiten. Es gibt einmal die Schaltberechtigung für die Mittelspannung und Niederspannung. Das ist halt einfach, damit wir in dem Meisterbereich halt die Netze ausschalten können mit der Hilfe der Netzleitstelle. Dafür braucht man dann die 20 kV Schaltberechtigung und halt für Arbeiten unter Spannung, weil man kann den Kunden ja nicht immer nur stromlos machen. Um eine Störung zu beheben, muss man halt auch mal unter Spannung arbeiten. Das kriegt man hier gut mit auf den Weg und wird auch gut darauf vorbereitet. Mir hat ganz besonders der Zusammenhalt zwischen den Kollegen gefallen, die Zusammenarbeit mit den Meistern und auch in den Bereichen mit den Monteuren. Es war sehr schön, und auch die vermittelten Inhalte waren sehr anschaulich, interessant. Eine große Motivation für alle ist die besondere Übernahmeregelung und die große Chance auf eine unbefristete Beschäftigung. Das gilt sofort für alle, die die Ausbildung mit der Note 1 abschließen. Aber auch alle anderen können sich in der Befristung beweisen. Es gibt eine neue Übernahmeregelung, die darin liegt, dass wir die Zweier ein Stück weit länger noch in die Befristung nehmen, damit nicht nur die Einser gleich unbefristet bei uns landen, sondern die Zweier mindestens mal 2 Jahre Sicherheit haben. Wir die auch am besten kennenlernen und dann anschließend hoffentlich mit gutem Gewissen auf beiden Seiten auch ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernehmen können. Die EDIS AG mit ihrer Tochter EDIS Netz GmbH sorgt dafür, dass junge Menschen das Rüstzeug für eine dauerhafte, verantwortungsvolle Arbeit im Energiebereich erhalten. Vor allem aber bietet sie ihnen eine Perspektive und sichert so beispielhaft die Zukunft des Unternehmens.
Das Bildungszentrum Rostock wurde ebenso wie das EDIS-Bildungszentrum in Brandenburg als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.